Einer der größten Geheimnisse des Lebens ist es, zu entdecken, dass es um genau zwei Energien geht und das im gesamten Leben. Nämlich um die Yin- und die Yang-Energie, das männliche und das weibliche Prinzip. Und dieses Wissen wurde mir zugänglich, als ich 2012 meiner Dualseele begegnet bin und von da an einen Aufwachprozess erlebt habe, den ich niemals für möglich hielt. In meinem Buch Mein Sommer am Steg, wenn wir der wahren Liebe begegnen, beschreibe ich diese Geschichte, wo ich eben meiner Dualseele begegnet bin und was da mit mir passiert ist und was ich da gefühlt habe. Es war für mich das außergewöhnlichste Gefühl, das ich je gespürt habe und das ich nie wieder davor und danach so erlebt habe. Und wenn ich eins bis hierher schon begriffen habe, dann, dass es so unglaublich tief in uns sitzt, sich mit dem Thema Yin und Yang auseinanderzusetzen. Und wir tun dies auch jeden Tag, egal ob bewusst oder unbewusst. Wir Frauen haben sehr oft die Aufgabe, das männliche Prinzip wieder zu heilen in uns, wieder zu entdecken, zu integrieren und dieser männlichen Energie wieder zu vertrauen. Wir sind unglaublich tief in unserem Innersten verletzt, was diese Energie angeht. Und genauso geht es dem Mann mit dem weiblichen Prinzip. Auch er ist unglaublich tief verletzt, was die weibliche Energie angeht. Hier geht es nicht nur um Frau und Mann sein, hier geht es um diese Energien. Und wenn wir aufeinandertreffen und uns wirklich berühren und begegnen, so wie es Dualseelen tun, dann wird genau dieser Schmerz angetriggert und genau dieser Schmerz kommt dann an die Oberfläche und wird ausgelöst durch diese Intimität, durch diese Begegnung, durch dieses Vereinen der Herzen, der Geister und der Seelen. Und ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass ich zu diesem Wissen Zugriff bekomme und bekam und immer mehr darin lernen und erfahren darf. Und mittlerweile ist es wirklich ein Thema geworden, das mich jeden Tag begleitet.